Nehmen jetzt einfach mal, was der hier vorschlägt. Und ziehe da jetzt 2 oder setze ihn 2 Zollen rauf. So ist schon viel besser. Oh, hier ist der Bleistreifen immer noch drin. Skalieren kann ich ja, oder? Genau, wenn ich jetzt mal 0,8 nehme. Das Ganze ist schon kleiner. 0,6. 0,62. Dann probiere ich noch 0,65. Ist das Ganze auch fast behoben. Oh Mann. Ja, es war mal wieder ein ruhiger Part, ohne viel Gerede heute. Aber gut, und ich merke, das ist zu hoch hier. Mache jetzt 0,99 und hier 84. Ist aber trotzdem noch zu hoch. Das passt alles nicht zusammen hier. Das ist schlecht. Schlägt er denn von hier vor? Ja, so geht es jetzt einigermaßen. Ja, wo bin ich denn jetzt? So. Ja, so geht es jetzt einigermaßen. Man merkt nicht viel. Eigentlich fast nichts mehr. Ja. Ja, so passt es jetzt auch einigermaßen. Dann dekorieren wir das noch in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Und jetzt passe ich das vielleicht hier noch an. So, und jetzt versuche ich mal hier ein Spline einzubauen. So, genau. Und dann hier die gleiche Höhe wie hinten. Ist aber trotzdem noch sichtbar. Der grüne Rand ist mir jetzt mal egal hier. Da kommt sowieso noch Gras hin. Und ich versuche jetzt mal hier das Becken weiterzuführen. Das kommt jetzt mal weg hier kurz. So, jetzt das Ganze richtig einstellen hier in der Länge.
40 ist noch ein bisschen zu viel. 60, 50. Jetzt 30, 35, genau. Jetzt habe ich das gerade hier zerlegt. Das wollte ich nicht. So, jetzt klaue ich mir mal die Tunneltextur. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt mal Musik im Hintergrund eingefügt in der Folge, dass ich nichts vergesse, weil der Part ist nicht gerade aufregend für euch. Ich mache das jetzt mal so, den Rest dann hier mit. So, genau. Ja, wird ja ziemlich gut hier. Jetzt den Spline hier irgendwie reinlaufen lassen. Dazu kürze ich den mal. 30. Wieso ist der so groß? Auch so viel zu dem. Jetzt habe ich hier wieder eine Lücke drin, ganz toll. Punkt 7. Punkt 6. Ja, passt. Das kleine Ecke muss noch gemacht werden. Komme ich jetzt wieder nicht dran? War so klar. Was ich jetzt gerade mache, weiß ich selber nicht genau. Es bringt scheinbar was. Oder auch nicht, je nachdem. Doch, es bringt was, oder? Ein bisschen Höhe ist noch da. Das ist jetzt wieder zu viel. 4.
way. Und die 1. Gut. Ja, jetzt fehlt hier wieder ein Stück. Nervt mich jetzt schon ziemlich hier. Gut, so passt es eigentlich dann auch. Das nervt doch hier. Das ist jetzt nur an den zwei Stellen. Mal schauen, was er mir jetzt da wieder vorschlägt. An dem hier. So flimmert es wieder. Ja, die Spitze muss ich jetzt mal lassen. Ja, so flimmert es wieder. Sind schon wieder zwei Lücken. Egal, von oben fällt das Ganze eigentlich gar nicht auf. Ich probiere das mal noch zu beheben, vielleicht mal sehen. Jetzt kann ich das jetzt hier irgendwie sinnvoll einbauen? Ich denke mal nicht. Oder doch? Je nachdem. Ja, so passt es eigentlich. Das kann sich sogar drehen, das ist auch nicht schlecht. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, so ist eigentlich simpel, oder? Nicht schlecht. Genau. Ja, also im Groben und Ganzen sieht es eigentlich recht schön aus. Vor allem, dass ich das hier drehen kann. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Ränder dekorieren und mit Gras ausstatten und so weiter. Und ja, bis dahin sage ich mal bis zum nächsten Part. Und ja, tschüssikowski.